Opfern. Opfern bedeutet, jemandem etwas darzubringen. Opfern hat vielleicht irgendwann mal bedeutet, dass man ein Tier den Göttern darbringt. Und es gab früher tatsächlich Brandopfer. Früher hat man den Göttern sogar Menschen geopfert. Heute spricht man im anderen Kontext von Opfern. Und auch in Indien das Wort Yajna, das vielleicht irgendwann mal tatsächlich Opfern bedeutet hatte, wird heute mehr interpretiert als Verehrung. Yajnas sind Verehrungsrituale, wo auch ein Feuer entzündet wird, aber der wird niemand geopfert und auch nichts wirklich geopfert. Man gibt in ein Feuer flüssiges Fett hinein und wenn man will, auch noch Kräuter oder Reis und so weiter. Heute kann man aber auch noch mehr opfern. Krishna zum Beispiel sagt, man soll all seine Anstrengungen Gott opfern. Und man soll jeden Atem Gott darbringen. Und man soll alles, was man tut, Gott darbringen. Dieses Opfer von allem, was man tut für Gott, ist das wahre Opfer. Opfern heißt natürlich auch, auf etwas zu verzichten. Man kann für ein Projekt viel Geld opfern, seine ganze Zeit opfern. Man kann sich auch für seine Familie, für eine große Aufgabe aufopfern. Wenn man das tut als Hingabe an Gott, braucht man keine Bedenken zu haben, dass man deshalb kaputt geht. Wenn man sich mit Gott verbindet, dann kann man alles Gott darbringen, alles Gott opfern. Gott wird dafür sorgen, dass wir alles bekommen, was wir brauchen.